Hiho und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Okami HD, der Steam-Version. Ja, wir haben so gesehen den zweiten Akt, das letzte Mal abgeschlossen, indem wir die Uni-Insel vernichtet haben, inklusive bösen Fuchsgeistherrscher. Und jetzt müssen wir in den Norden, in den dritten Akt. Wäre so die eine Idee. Die zweite Idee wäre, wir versuchen uns noch mal dem Grabespiel in dem Draconia-Palast, damit wir das auch endlich mal hinter uns haben. Dritte Idee, wir gucken mal im Dojo vorbei. Vierte Idee, wir holen erstmal die da runter. Komm, mach Wind. Komm, Wind. Na, der Wind war zu spät, schade. Ganz ehrlich, das mit dem Wind ist irgendwie schwierig. Ich meine, der Wind soll so gehen. Ach, so geht er auch. Mal zur Abwechslung. Ja, also ins Dojo rüber. Unterwegs hier was ausgraben, was hier so schön leuchtet. Ein Kristall. Oh, wenigstens etwas Tolles. Pinkel in die richtige Richtung, bitte. Hau, pinkelst du den mal an? So, danke. Ach, du bist doch gar nicht tot. Nö, ich habe keine Ahnung, wie man die richtig killt. Ja, Zeitverlust. Wie viele Zähne haben wir mal mittlerweile? 70, ja. Wird ja langsam. Oh, da ist sogar noch eine Muschel. Reiseglücksbringer, yay. Und es ist Tag. So, Dojo-Insel. Serumsblatt dürfte helfen. Tag, Chef, hast du was Neues für uns? So, du bist also wiedergekommen, mein kleiner Bäfischer Freund. Bist du gekommen, um deine Fähigkeiten zu verbessern? Ja. Ja, brauner Zorn kostet 2 Millionen Yen. Das können wir uns leider nicht leisten. Und ganz ehrlich, die Spiegel- und die Perlentechnik brauchen wir gerade auch nicht. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Ein Ort wie dieser ist kein Ort zum Spielen, Freund. Du sollst nach draußen gehen, wo es nicht so gefährlich ist. Ja, schön. Ah, das heißt, wir suchen jetzt die nächste Meerjungfrau-Quelle, die ist da hinten.
Komm, die Dom, die Dom. Und dann reisen wir wieder in die ins Shinsofeld, uns dort auf den Weg nach Norden zu machen. Ah, da war halt falsch abgebogen. Da. Und Shinsofeld. Yay. Auf in den hohen Norden. Ach, lass mich gerade, wir müssen die Blitze das große Schwert einschlagen lassen. Ich denke mal, bevor wir das machen, gucken wir mal wieder ins Dörfchen und bei unserer Lieblingsschutzgöttin vorbei. Vielleicht gibt es neue Früchte, die wir abernten können. Hey, Susano ist wieder da. Oh, hallo Waffenbruder, wie geht's dir? Ich muss meine Fähigkeiten weiter verbessern mit täglich hartem Training. Da werde ich Kushis Herz gewinnen. Ich meine, da werde ich Furcht und Schrecken in die Herzen der Monster tragen. Komm schon, Alter, gib's doch zu. Du, das führt auch zu nichts. Ja. Susano ist voll happy. Kushi ist wieder auf ihren Reisfeldern. Die mag es immer noch nicht, wenn wir ihren Rettich klauen. Hey, die beiden sind ja schon wieder hier. Warum sind die schon wieder hier? So, das Fest ist vorbei. Ja, ich schätze, wir sollen darüber nachdenken, bald aufzubrechen. Seid ihr doch schon längst. Mensch, Mensch, Mensch. Oh, da ist sie ja auch. Große Mutter Amaterasu Okami. Möge dich der frische Duft der Blumen für immer beschützen. Ja, es ist tatsächlich eine neue Frucht hier. Eine Kutani-Töpferei. Teile mit dem eleganten Design und schöner Ätzung. Ja, sehr schön. Sonst ist hier gerade nichts. Gut. Das heißt, wir können das Dorf verlassen. Und uns aufmachen zu dem großen Schwert und dem Gewitter. Zwischendurch ein paar Spatzen füttern. Weil wir es können. Hat Kushi noch irgendwas zu sagen? Du siehst heute aber gut aus, Schneeflocke. Kennst du schon das neue Donnergebäude, das ich gemacht habe? Auf dem Fest hat es jeden. Aber seitdem habe ich keins mehr verkauft. Vielleicht war es ein bisschen zu stark für die Menschen. Ich denke, ich werde weiter an einem Sarg arbeiten, der die Leute aufheitert. Ja, er wird ihn mögen. Hihi. Hey, Süße, du sprichst nicht über ihn, oder? Ja, doch, sie spricht über ihn. Dabei waren hauptsächlich wir es, die sie gerettet haben. Wobei er hat ein bisschen mitgeholfen. Du hast auch nichts Neues. Ja, ja.
Kauf jetzt etwas von mir, ja, ja. Ach, er hat nur mehr Jungfrauenmünzen als andere. Ist irrelevant. Jo, hier können wir noch ein Kleeblatt ausgraben. Und das Grüne. Der da ist immer noch beim Rennen. Katzenstatue ist hier. Die Hasen haben wir schon gefüttert. Ja, haben wir. Das ist eine Wächterstatue, aber ich glaube, sie... Hier war seit Jahren keiner mehr. Sie ist ganz schön in schlechter Verfassung. Sie tut mir irgendwie leid. Warum ist nicht eine Opfergabe hier? Ja, Opfergabe heißt, ich muss davor pennen, oder? Das heißt, wir warten mal kurz, bis wir einpennen. Nö, klappt nicht. Wahrscheinlich geht das doch gar nicht wirklich. Damit wir die ganze Wand kriegen. So, wieder reinzoomen. Das hier ist schon seit Ewigkeiten, aber ja, was eigentlich, wozu es wirklich dient. Dinge von dieser Art gibt es häufig in dem Port. Niemand weiß, wann sie gebaut wurden oder gar wer sie gebaut hat. Aber ich schätze, die Menschen müssen sich um weitaus wichtigere Dinge kümmern. Tja, das waren die Götter. Ein Kristall erhalten, jo. Ich bin Okami, Göttin des Donners. Und ich befehle dir... Jetzt hat er getroffen. Ich befehle dir, mir zu gehorchen, Blitzer. Tja, das sieht interessant aus. Ich will aber erstmal nicht da reingehen. Ich dachte, ich öffne es nur mal. Oder guck halt, was passiert, weil ich will mich noch hier oben fertig umschauen. Ja, komm her.
So, ein paar Dämonenzähne eingesackt. Die Gegner können ja hier leider nichts mehr wirklich. Weil die grünen Rollen sind wirklich nicht stärker als die blauen oder roten. Alle ein bisschen zerhäckselt. Und das Tor auch kaputt gemacht. Jupp. Glück durch das Tor. So, den kann ich gut zerschneiden, um die Dämonenzähne zu kriegen. Das ist immer praktisch. Auch wenn ich sie noch hätte anpinkeln können. Grünfutter für die Hasen. Und wenn ich da hinten noch das Kleeblatt grüne, dann dürfte ich genug haben, um endlich meine Tintenfässer zu maxen. Das ist genug, um meine Tintenfässer zu maximieren. Hm. Ah, hier liegt noch ein Schatz. So. Tintenfässer. Sind jetzt auch voll. Das heißt, ab jetzt wird in Solarenergie gepumpt. Okay. Ich habe ja nur ein einziges Mal in meinen Geldbeutel reingesteckt. Das heißt, der Rest geht in Solarenergie jetzt erstmal. Wobei wir Solarenergie ja auch durch diese Scheiben bisschen pushen können. Aber ja, jetzt haben wir wenigstens maximale Tinte, was schon mal hilft bei diesem blöden Grabrätsel. Aber ihr weißt, wo dieses Dorf führt? Weißt du, da hatte sich doch dieser fahlige Rauch aus Neunschwanz erhoben und ist in die nördlichen Länder geflohen. Dorthin führt dieser Tunnel, aber was ist mit diesem unheimlichen Licht? Ich bekomme da ein ganz schlechtes Gefühl wegen dieser Sache. Wir gehen trotzdem durch. Ist ja bis jetzt nur ein langer Gang. Ach, je. Kamui. Brr. Verdammt kalt hier, was? Wie kann es irgendwo nur so verdammt kalt sein? Ich weiß, dass Kamui der nördlichste Teil von Nippon ist. Aber komm schon, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals so sehr geschneit hat. Hör zu, Ami, ich werde mich in deinem Fell einnisten und du versuchst uns einen Unterschlupf vor diesem finsteren Schneesturm zu finden. Ja. Gut, wir sind hier bei einem Spiegel. Das ist immer gut.